Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt 30.de mit dem Ausblick für die Kalenderwoche 11 und einer Rückschau auf die Kalenderwoche 10. Der DAX hat in dieser Woche 348 Punkte verloren und weil wir am Montag, Monatsbeginn März hatten, ist die Differenz zum Monatsschlusskurs des Monats Februar natürlich auch 348 Punkte, aber seit Allzeithoch haben wir mit tief 11.447 am Freitag 2.338 Punkte oder auch Federn gelassen. Ja, hier haben wir eine kleine Zwischenerholung gehabt, auf die wir noch eingehen, und am Donnerstag und am Freitag gab es dann mal wieder kräftig auf den Kopf, der Schlusskurs 11.541. Die Volatilität in dieser Woche ähnlich hoch wie in der Vorwoche. Der Pivotpunkt am Montag 11.586, der Woche bei 11.754 und der des Monats bei 13.198. Ja, beginnen wir kurz, heute machen wir es mal umgekehrt, sonst fange ich ja mit den kleinen Zeiteinheiten ein. Heute beginne ich mal mit dem Monatschart und dann arbeiten wir uns nach unten. Möglicherweise macht es dann die Marken, die hier unten auftauchen, etwas verständlicher. Das ist ein logarithmischer Monatschart, den ich auch schon des Öfteren gezeigt habe. Das ist ganz klar mit 1, 2 und 1, 2, 3, 4, 5 Auflagepunkten auf der Oberseite eine Keilformation. Diese Keilformation impliziert eigentlich, dass wir zu irgendeinem Zeitpunkt nochmal auf die untere Trendlinie aufsetzen. Die liegt in diesem Monat im Bereich 9020. Damit will ich nicht sagen, dass wir diesen Monat nach 9020 laufen, sondern ich sage einfach, wenn es eine Keilformation bleibt, ist es nicht ausgeschlossen, dass wir irgendwann in diesem Bereich absteigen. Das, was allerdings wichtig ist, wir haben hier das Jahr 2000, und hier das Tief aus dem Jahr 2003. Das heißt, das ist aus Fibonacci-Sicht die Nullmarke. Das Hoch, die 8.136, ist die 100%-Marke. Wir haben sie hier leicht übertroffen mit 8.151 im Hoch, sind aber dann nochmal deutlich tiefer. Und wir sind im Mai 2013 nach 13 Jahren ausgebrochen über diese Hochmarke und sind bis zum 161er Ausdehnung gelaufen, und die 200er Ausdehnung, die wartete ja, und das ist ja, ich sag mal, vor Corona gewesen, da wartete sie eigentlich angelaufen zu werden. Das, was jetzt aus dem Monatschart heraus wichtig ist, sind drei Sachen. Wir sind unter die 161er Ausdehnung dieser großen Strecke gefallen, die verläuft bei 11.812. Ist also nicht so weit entfernt, aber ist aktuell unterschritten. Und das rote Gebilde hier ist der gleitende Durchschnitt, die 50 SMA, also der einfache gleitende Durchschnitt, der bei 11.844 verläuft zurzeit. Und 11.844 und 11.812, das ist aus Monatssicht eigentlich kongruent. Diese paar Pünktchen, die dazwischen liegen, sind auf Monatssicht überhaupt nichts. Und das heißt, die 11.812 und die 11.844, die sollten wir uns zumindest mal mindestens auf Tages- oder Wochenschluss merken. Denn sollten wir die 50 SMA, die ja diverse Male eine Rolle gespielt hat in den letzten Jahren, sollten wir sie wieder auf Wochenschluss überschreiten, könnte das auf eine beginnende, deutliche Erholung deuten. Und sollten wir auch in der nächsten Woche, in dieser Woche haben wir nämlich mit Schlusskurs unterhalb dieser beiden Marken geschlossen. Sollte das auch in der kommenden Woche der Fall sein, dann kommen tiefere Ziele in Betracht, die wir uns jetzt noch anschauen. Das Tiefste, was ich mir aktuell eben vorstellen kann, ist die 10.279. Das ist das Tief aus Dezember 2018. Wir haben zuvor noch eine andere Marke aus August 2019. Die schauen wir uns jetzt noch an. Damit gehen wir dann mal in den Wochenchart hinein. Der ist ja bekannt, das große symmetrische Dreieck, das sein Ziel hier bei 14.213 gehabt hätte. Aber es ging nur bis 13.795, wie wir alle wissen. Ja, und das sind natürlich drei
Wochenkerzen, die es in sich haben, also besonders die der Vorwoche, die hat ja nun wirklich Strecke gemacht. Und wir sind durch die obere Trendlinie dieses Dreiecks gerauscht, wir sind durch die untere ebenso gerauscht. Und das bedeutet, dass wir also allerspätestens am 6.4., wenn dieses, oder in der Woche vom 6.4., wenn dieses Dreieck beendet ist, wenn wir dann nicht da wieder drüber gelaufen sind, dann können wir diese Formation vergessen. Die hat zwar klasse Strecke gemacht mit Ausbruch hier an der 5 bei 12.530 bis 13.795, aber das Ziel wurde nicht erreicht. Und sofern das hier nicht irgendwie aus Wochensicht jetzt, nicht? Ich meine, im Tageschart und für uns alle ist das ganz dramatisch, aber wenn wir in den höheren Zeiteinheiten sind, dann ist das hier durchaus noch möglich, dass das hier einen tiefen Abrutscher gibt und das Ganze wieder nach oben läuft. Steht für mich im Moment realistisch betrachtet nicht unbedingt auf dem Papier, aber ja, was ich eigentlich sagen möchte, wenn wir in der Woche vom 6.4. hier nicht irgendwie wieder deutlich nach oben gelaufen sind, dann ist diese Formation zumindest obsolet und wir können uns dann vielleicht im Rücklauf noch an der Verlängerung dieser oberen Trendlinie orientieren und auch an der unteren. Die spielen in der Regel, wenn sie so markante Auflagepunkte haben, spielen die eben in einem Rücklauf. Also wenn es jetzt hier zum Beispiel tiefer ginge nach 11.109 und wir kommen irgendwann im Mai hier wieder hoch, dann könnte man natürlich diese Linie mal nehmen und entsprechend verlängern und mal schauen, ob der Kurs dort reagiert. Das darf man nicht ausschließen. So, der Zweitageschart in der letzten Woche gezeigt, zeigt ja dieses Ascending Broadening Wedge. Das ist im Grunde fertig. Wir haben es unterschritten. Wir sind am Freitag unter das 61.8 Retracement gelaufen, der Aufwärtsstrecke 10.279 zum Allzeithoch. 10.279 war das Tief im Dezember 2018. Und die 61er-Marke ist natürlich wichtig. Also am Montag müssen wir darauf achten. Das kann ein tiefer Dip gewesen sein. Denn was sich am Freitag in USA abgespielt hat mit einem richtig kräftigen Bounce, der sich in der, ich glaube, in den letzten 30 Handelsminuten abgespielt hat, das könnte dafür Sorge tragen, dass DAX am Montag wieder innerhalb dieser Formation eröffnet. Also ein deutliches Gap-Up darf man nicht ausschließen. Ansonsten würde, wenn wir diese Fibonacci-Strecke uns hier anschauen, die nächste Marke die 11.109 sein, also die letzte Fibo-Begrenzung vor dem Tief 10.279. Und sollte das tatsächlich gebrochen werden, ja, dann hätten wir möglicherweise diese Marken zu erwarten, also aus dem Spökenkicker-Chart, den wir uns gleich noch anschauen, die 9.909, das statistische Ziel aus dieser Formation bei 9.785, die untere Trendlinie des Monatscharts, die ich eben gezeigt habe, bei 8.820 und das 100% Ziel dieser Formation bei 8.758. Und mittig lägen dann die Extensionen aus dieser Fibonacci-Strecke, die 123er bei 9.449 und die 138er bei 8.935. Das sind natürlich Ziele, die wir, zumindest wenn wir nicht short engagiert sind, nicht gerne sehen würden. Aber wir wissen nicht, wie weit diese Panik, diese Zwangsverkäufe, Margin Calls, was auch immer, den DAX noch bringen. Und eins muss man sich klar machen, wenn wir unter die 11.109 laufen, dann wird die 10.279 aus meiner Sicht magnetisch. Wir haben vorher noch das Tief aus August 2019 bei 11.266. Da müssen wir mal schauen. Also das könnte nochmal für einen letzten Dip sorgen, möglicherweise in einem Spike nochmal runter auf die 11.109 und dann wieder nach oben. Aber es sind eben einfach wenige Marken jetzt, sofern wir hier nicht am Montag wieder hineinhüpfen und eine deutliche Erholung sehen, es sind wenige Marken, die uns von der 10.279 trennen. Und letztlich sind es ja in Anführungsstrichen auch bloß noch 1.200 Punkte. Also, ja. Gut, dann schauen wir mal in den Tageschart hinein. Das ist der, den ich Spökenkicker-Chart nenne, weil ich ja schon vor einigen Monaten diese vielen Linien gezeigt habe, die zum Teil eben
7, 8, 9, 10, 12 Jahre alt sind und die irgendwie alle auf einen Punkt deuten im Juni, nämlich auf die 9900 oder 9909. Das, was wichtiger ist, wir haben eine große Wolf-Wave in diesem Tageschart, die wir ja auch schon seit Ende August 2019 verfolgen, denn da hatten wir oben zwei Auflagepunkte und wir hatten unten zwei Auflagepunkte und aus diesem Grunde heraus entstand ja auch die große ABC. Kann ich nochmal ganz kurz einzeichnen, die wir lange Zeit auch in den Ausblicken verfolgt haben. Und mit dem Tief an der 4 hier habe ich ja behauptet, dass wir einen Zielbereich von 13.640, glaube ich, war das, haben. Und wir sind leicht drüber geschossen und dann eben nach unten gefallen. Aber diese ABC-Bewegung ist ja bekannt. Die habe ich oft genug gezeigt. Ja, nun müssen wir eben einfach schauen, was ist passiert. Wir haben diese untere Trendlinie gebrochen. Das ist bereits am Freitag der letzten Woche passiert und dann hat es am Montag nochmal einen Versuch gegeben, drüber zu kommen. Am Dienstag gab es ihn, am Mittwoch gab es ihn und auch am Donnerstag. Und am Freitag gab es dann mit einem kräftigen, knackigen Gap-Down eine Aufgabe. Diese wichtige Trendlinie, denn die kommt ja nun immerhin aus dem Jahre 2018, Dezember 2018. Wenn die also nach unten verlassen bleibt, dann kommt die Ziellinie dieser Wolf-Wave, die von Punkt 1 durch Punkt 4 geht, in Betracht. Und die verläuft am Montag bei 10.520 und fällt täglich ein paar Punkte. Ja, und hier haben wir die 11.266, das Tief aus August. Falls das angelaufen wird, könnte sich hier ein Doppelboden bilden. Und falls es gebrochen wird, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auf dem Weg sind, diese Wolf-Wave zu komplettieren. Und wenn es wieder nach oben gehen soll, wenn wir am Montag mit dem Gap aberöffnen, weil die Amerikaner zumindest in der letzten Handelsstunde Flagge gezeigt haben. Das war am Freitag ganz interessant im Blog. Ich habe irgendwie am frühen Abend, glaube ich, war das, habe ich da ein Ziel angegeben und hatte allerdings auch eine Bedingung gestellt, dass es nicht mehr unter eine bestimmte Marke fällt. Aber diese Zielmarke, die ich da errechnet hatte, die lag gute 700 Punkte höher und die wurden in der letzten halben Stunde noch gemacht. Also da hat es eine deutliche Erholung gegeben. Aber ob das nun Short Covering zum Wochenende war und ab Montag starten die Herren wieder den Indizes auf die Köpfchen zu hauen, das müssen wir abwarten. Also insofern die wichtigen Marken 12.160 oben, am Montag wahrscheinlich nicht erreichbar, aber zumindest könnte man hier ein Gap Close veranstalten. Aber die 12.160 und auch moderat steigend über die Woche sollte man im Sinne haben. Und ansonsten als erste Anlaufstelle unten die 11.266. Und wenn die bricht, ja, dann kommt diese Wolf-Wave-Ziellinie in Betracht. Und dann muss mir irgendwann nur noch mal der Chart erklären, der Wolf-Chart, ob er von Corona vorab Kenntnis hatte, weil das ist schon manchmal bei Wolf-Waves erschreckend. Und hier kann man ja in diesem Fall mit Corona, das ist ja nun tatsächlich wahrscheinlich jedenfalls der Anlass für diesen heftigen Absturz. Also manchmal sind Sachen in den Charts, da wundert man sich nur noch. Gut, der Tageschart, da haben wir die Marken nochmal zusammengefasst. Der Tageschart zeigt dieses Tief aus Dezember 2018. Zum Allzeithoch. Jetzt können wir hier mal ein bisschen in medias res gehen. Das ist eigentlich ein guter Arbeitschart für das größere Bild der kommenden Woche. Wir haben hier also die Fibonacci-Strecke Tief Dezember 2018 bei 10.279 zum Allzeithoch. Und wir haben auf dieser Seite die Fibonacci-Strecke Allzeithoch zum jüngsten Tief am Freitag. Das wurde bei 11.447 eingebucht. Ja, und wer die Ausblicke länger schaut und kennt, der weiß, dass ich ganz gerne mit diesen Fibonacci-Doppelzonen, so nenne ich das, arbeite. Wir haben also die erste Zone, eine mögliche Auffangzone, falls wir am Montag nicht tiefer hereinkommen.
zwischen 11.447 und 11.622. Das sind zwar ein paar Pünktchen, aber das 61er Retracement der großen Strecke ist wichtig. Das heißt, geht DAX wieder über 11.622, dann könnte man davon ausgehen, dass wir auch die 50 SMA, die ich gezeigt habe im ersten Chart, bei 11.844 wieder anlaufen. Und sollte hier eine Erholung in der kommenden Woche einsetzen, dann ist auf diese Bereiche zu achten. Wir hätten hier die kleinste Erholung der Abwärtsstrecke Allzeithoch zum Tief vom Freitag bei 12.001. Das passt ja klasse zur Tausendermarke. Und die 12.037, das große 50er Retracement dieser Strecke, liegen eng beieinander. Das wird also eine wichtige Zone sein, zumal wir hier eine Popgun haben. Eine Popgun, eine mittlere Kerze, die durch die rechte und linke Kerze in ihrer gesamten Höhe eingemantelt ist, und die poppen dann eben nach unten oder nach oben. Und was hier passiert ist, ist eindeutig. Diese Popguns haben aber eben auch die Eigenschaft, die machen Strecke. In der Regel das 2- bis 3-fache der Triggerkerze, also dieser rechten Kerze, aber sie laufen in der Regel, sofern sich keine neue Popgun bildet, zum Trigger zurück. Und der Trigger liegt hier recht genau auf der 50 SMA im Monatschart. Ja, und wenn es eine deutliche Erholung geben sollte, würde, könnte, dann wäre die nächste Zone oberhalb dieser die 12.452 zu 12.343. Auch das ist ja eine überschaubare Punktezahl. Ja, und sofern wir weiter nach unten marschieren, haben wir hier das schon gezeigte Tief aus August 11.266. Wir hätten bei 11.109 die letzte Fibo-Marke auch schon gezeigt. Wir hätten bei 11.109 und hier bei 11.009 das Tief aus November 2018. Dann hätten wir aus dem Wochenchart der großen Strecke, das ist eine wichtige Marke, vom Tief 8.696 zum Allzeithoch bei 10.643, ja, und hier die Ziellinie der Wolf Wave bei 10.520 eben schon gezeigt, bevor dann möglicherweise, wenn es dann wirklich immer noch nicht genug gefallen ist, das Tief aus Dezember 2018 angelaufen werden würde. Das bedeutet aber auch, wenn wir hier runterlaufen, dann haben wir in diesem Bereich hier drei potenzielle Unterstützungsmarken. Und ginge es unter die 11.009 und damit Bruch der 11.000, können wir mal davon ausgehen, dass es einen ziemlichen Rutsch gibt und wir hätten dann die zweite Unterstützungszone in diesem Bereich ebenfalls mit drei Marken gesegnet. Und insofern denke ich mal, ist das ein recht guter Überblick. Für mich wirklich absolut wichtig, zumal hier der Popgun-Trigger auf der 11.844 liegt, also auf der 50 SMA aus dem Monatschart, die grüne Zone, und ansonsten können wir uns hier auf diese Sachen vorbereiten. Aber das sind klare Marken, mit denen man eben arbeiten kann und die Orientierung bieten. So, der letzte Chart im DAX ist ein 15-Minuten-Chart, den ich kurz zeigen möchte. Das könnte sich hier, ist noch nicht ganz klar, es könnte sich um eine F-Flagge handeln, die eben auf der Unterseite spielt. Wir haben ja F-Flaggen auch oft genug gesehen, die zur Oberseite arbeiten. Das heißt, der Kurs steigt impulsiv an, so wie er jetzt eben impulsiv gefallen ist, und dann gibt es so eine F-Flagge, die nach oben steigt, und so eine F-Flagge bricht, wenn dieser Punkt nach unten gebrochen wird. Also nicht, das wäre ein erstes Warnzeichen, wenn die untere Flaggenlinie bricht, aber der Startpunkt dieser Flagge wäre dann in dem Fall der bärische Trigger. Und in diesem Fall wäre es umgekehrt. Wir haben hier diese Flagge bei 12.598, also 12.600. Und falls es sich hier um eine F-Flagge handelt, müsste man mal darauf achten, wenn wir in diesem Bereich 12.600 zurückkehren. Zunächst einmal haben wir aber hier das Tief aus August 2019 bei 11.266 eben gezeigt und die 11.626. Da haben wir nämlich hier am Montag aufgesetzt und wir sind hier drunter gelaufen und wir haben am Freitag dort mit zwei Kerzen ziemlich klare Abweiser bekommen. Und das hier ist eine Seitwärtsphase, die nach unten gebrochen ist. Also
Drücken wir es mal so aus, wenn wir am Montag über 11.626 reinkämen, also mit einem Gap-Up, dann glaube ich schon, dass wir nach oben laufen würden und würden hier diese 161er Monatsmarke, also 11.812, anlaufen. Und dann wäre das nächste Ziel im Bereich 12.000, 12.060 zu suchen, denn das spielt sich hier, das fällt ja verhältnismäßig schnell. Also müssen wir mal kurz mal schauen hier am Montag 9.15 Uhr bei der 12.052 und dann geht es irgendwo so im Tagesverlauf aber auch schon runter bis 11.89. Das fällt also verhältnismäßig schnell. Aber wenn es eine F-Flagge ist, dann werden wir entweder hier unten aufsetzen im Laufe des Tages, im Laufe der kommenden 1, 2, 3 Tage, oder wir drehen eben nach oben und dann sollten wir mal auf diese Linie achten. Da haben wir zumindest mal zwei Auflagepunkte, die wir auch auf der Unterseite haben. Und der dritte Auflagepunkt, der wird entweder hier unten stattfinden oder dort oben. Ja, und die M5-Charts mit allen zusammengefassten Marken, also der Arbeitschart, den ich morgens um 9 immer poste, natürlich im Blog wie immer. Schauen wir auf den Euro-US-Dollar, der im Moment für den DAX auch nicht besonders hilfreich ist. Wir hatten ja diese SKS-Formation verfolgt. Da sind wir wunderbar in diesem Zielbereich aus statistischem Ziel, also 51% der Höhe des Kopfes zur Nackenlinie und dem 100% Ziel reingekommen. Und dann hat es hier über viele Stunden an der 1.099 Gehakel gegeben. Das war ja schließlich auch die Nackenlinie und seitdem zieht der Euro-US-Dollar weiter an. Wenn wir in den Wochenchart reinschauen, dann sehen wir die mögliche Wolf-Wave, die ich in der letzten Woche schon zeigte. Und in der letzten Woche klopfte sie ja hier an die obere Trendlinie an. Und ich habe eben gesagt, 1.15 ist Ziel, sofern die Ziellinie angelaufen wird. Da sind wir jetzt in der abgelaufenen Woche dem Ziel schon recht nahe gekommen. Also bei 1.105 ging es hier oben aus der oberen Keiltrendlinie heraus und es bleibt in der kommenden Woche bei 1.516 verläuft die Ziellinie. Ob das passiert, weiß ich natürlich nicht, aber die Chance ist auf jeden Fall da. Und wenn wir kurz noch in den Monatschart switchen, dann sehen wir eben, dass hier im Oktober 2000, das sind ja Berechnungen, aber wir haben hier zwei sehr klar definierte Auflagepunkte und sofern es hier zu einem Rücklauf an die obere Trendlinie käme, die ihren Ursprung im Jahr 2008 hat, dann dürfte es sogar noch deutlich höher gehen, nämlich bis 1.22 und diese Formation, die sich einkeilt, die endet im Juli 2023. Der S&P im Wochenchart, klare Sache, wir haben hier im Wochenchart einen Doppelboden an der 2.855 und das passt eigentlich hervorragend zu der 2.872, dem 50% Retracement der Strecke 2.351. Das ist das Tief hier aus Dezember 2018. Also genau das gleiche wie beim DAX. Das ist ja auch die letzte große Aufwärtsstrecke aller Indizes. Das passt hervorragend zum 50% Retracement. Der DAX hat ja schon seine 61er gemacht. Aber im Moment sieht es zumindest mal so aus, als wenn vermieden werden soll, dass das 50er nachhaltig bricht. Würde es brechen, würde 2.855 brechen, ja, dann können wir sehr schnell bei 2.749 und auch tiefer landen. Ansonsten haben wir in dieser Woche eine sinnfremde, also es ist ja eigentlich ein Doji, das heißt, wir sind hier vom Eröffnungskurs, sind wir nach oben gelaufen bis nach 3.142 und wir haben zur Unterseite noch was abgearbeitet im Bereich 2.900, aber wir haben im Grunde unverändert geschlossen. Das deutet zumindest mal darauf hin, dass man willig ist zu stabilisieren. Wir haben einen Doppelboden auf Wochensicht und wir haben eigentlich dort geschlossen, wo die Woche auch begann. Nach oben eine ganz klare Sache, das 38er Fibo 2.995 und die 261er Monatsmarke, die ich im letzten Ausblick, glaube ich, gezeigt habe, aber in vielen auch schon davor, 3.019. Und ich sag mal, wenn wir hier die 19 mal weglassen und hier 5 draufpacken, also der Bereich 3.000 ist wichtig. Und unterhalb 2.855
wird es übel. Und das hier ist eine Zone, wo er wieder drüber muss. Also 3147, 3166, 3305 sehe ich im Moment nicht. Das wird sich hier sicherlich noch ein bisschen auspendeln müssen. Und wir müssen eben auch mal schauen, ob es hier noch einen zweiten Dip gibt oder nicht. Das ist ja oft so, dass die Kurse nach unten laufen, dann gibt es eine Erholung über eine gewisse Zeit und dann gibt es einen zweiten Downer, der tiefer geht. Das haben wir hier noch nicht gesehen, aber wir haben ja im Moment, auch von der Thematik her, haben wir ja gar nicht mal, oder durch Corona sicherlich ausgelöst, irgendwann auch die wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie zu tragen. Aber Auslöser ist ja zumindest mal Corona gewesen. Und insofern weiß ich nicht, ob wir uns hier auf so Sachen wie Doppeldips verlassen können. Nicht? Also wenn wir jetzt irgendwie einen wirtschaftlichen Niedergang hätten, initial, dann würde ich schon sagen, okay, da wird nochmal gecovert und die Großen laden in so einem Anstieg ab und dann gibt es die zweite Welle down. Ob das hier passiert, weiß ich nicht. Wenn wir in den Tageschart schauen, könnte man sowas natürlich andenken. Also wir könnten zum Beispiel sagen, hier haben wir das Allzeithoch, da sind wir runtergelaufen auf die 2855, die wir uns eben angeguckt haben. Hier haben wir einen schönen Rücklauf gehabt, also fast 50% dieser Abwärtsstrecke. Und dann kopieren wir das und setzen es hier ans Hoch und sagen eben einfach, jetzt kommt die ABC, die 2855 bricht und wir laufen runter bis nach 2596 auf das 76er Retracement. Das wäre charttechnisch perfekt, das macht auch Sinn. Die Frage ist, ob es passiert. Nicht? Ganz klare Sache. Und wir haben eine Zinssenkung in den USA gesehen, die zunächst einmal abverkauft wurde, aber wir haben es auch oft gesehen, dass nach Zinssenkungen zunächst einmal die Kurse nach unten gelaufen sind, um dann aber ja, doch wieder deutlich nach oben zu laufen. Also das ist im Moment aus der Prognoseseite heraus sehr, sehr, sehr schwierig, weil wir kennen nicht die Maßnahmen, die die Zentralbanken abgesprochen haben. Wir kennen nicht die Marken oder die Bedingungen, zu denen sie weiteres Easing betreiben. Und vor allen Dingen, wir kennen überhaupt nicht die Entwicklung, was diese Pandemie angeht. Das kann deutlich schlimmer werden und es kann mit einer News, es sei ein Impfstoff gefunden, der möglicherweise auch nicht so ausgiebig wie sonst üblich getestet wird, sondern wo man möglicherweise so ein Fast-Track-Verfahren macht. Also es kann motivierende Nachrichten geben, die dazu führen könnten, dass wir also deutlich schneller wieder gen Norden marschieren, als wir uns das im Moment vorstellen können. Also insofern kann man sich einfach nur an so Marken wie zum Beispiel der 2855 halten, die wir hier eben auch im Tief hatten. Und tja, mir ist da im Moment aus meiner Sicht nicht möglich. Und wir haben es ja auch die ganze Woche über im Blog so gemacht, dass wir tatsächlich Intraday dann geschaut haben, wo sind hier mögliche Chancen. Da kann ich kurz mal reinflippen. Das war zum Beispiel im Dow. Da haben wir ein symmetrisches Dreieck entdeckt und dann entsprechend die Ziele ausgerechnet und dann haben wir bei 26.848 haben wir Zieleinlauf gehabt und dann gab es sogar noch Bonus obendrauf, wenn ich das richtig erinnere. Und das sind ja auch irgendwie mal so um die 350 oder 400 Punkte geworden. Oder eine kleine Wolf-Wave, die wir im DAX gesehen haben und die dann rucki-zucki Richtung Ziel lief und wenig später dann auch tatsächlich die Ziellinie berührte und sogar noch ein bisschen Bonus machte und eigentlich hier nochmal über die ganzen Kerzen bestätigte, jawohl, ich bin eine Wolf of Wave und ich weiß auch, wo die Ziellinie liegt. Also insofern kann ich im Moment wenig im großen Bild als Ziele, als mehr oder weniger verbindliche Ziele angeben, sondern da muss man sich intraday jetzt durchschaufeln und einfach schauen, wo bilden sich hier Böden und wo nicht. Ja, eine ähnliche Situation haben wir auch in der Nasdaq, die hat also von ihrem Dezember 2018 Ziel 5.895 sicher bis nach 9.736 nach oben gearbeitet und die hat mal gerade erst ihr 38er Retracement gemacht. Also während die anderen Indizes schon am 50er bzw. 61er sind, sieht die Nasdaq das noch nicht ein, sich da in irgendeiner Art und Weise dran zu beteiligen. Aber auch hier könnten wir natürlich eine mögliche ABC-Formation annehmen und könnten sagen, wir haben einen schönen Rücklauf gehabt hier, wir setzen hier ans Hoch an und wir laufen also Minimum mal zur 7815
und möglicherweise sogar zur 7535. Aber solange wir diesen Bereich nicht erneut brechen, also die 8268 und besonders das Tief im Bereich 8125, solange das nicht passiert, ist es eher wahrscheinlicher, dass diese langlaufende Trendlinie, die zumal hier nach oben perfekt verabschiedet wurde, zunächst einmal hält und als Fundament für einen Rücklauf dient. So, und dann können wir noch den Dow Jones im Wochenchart anschauen, da ist das Gleiche. Der hat einen perfekten Rücksetzer gemacht auf das 61er Retracement der Strecke Dezember-Tief 2018. Ja, und das ist hier übrigens der Rücklauf gewesen, der am Freitag in den letzten 30 Minuten stattfand. Also das Tief irgendwo so im Bereich 25.230 und dann ging es mal mit Schlusskurs hoch bis 25.880. Ja, das ist der Wochenchart und wir haben eine Inside-Kerze. Haben wir, glaube ich, in den anderen Indizes auch. Also insofern müssen wir mal schauen. Trigger hier, aber das sind so gigantische Wochenkerzen, dass wir möglicherweise noch eine zweite oder eine dritte Woche im Schatten dieser Kerze arbeiten. Es sei denn eben, es passiert diese A, B, C-Bewegung auf Tagesbasis und wir gehen nochmal eine Etage tiefer. Und im Tageschart des Dow Jones haben wir eigentlich eine ganz ähnliche Situation. Wir haben jetzt hier mit zwei Tageskerzen nicht geschafft, das 50er Retracement zu überwinden. Das ist also Allzeithoch zum Tief vom letzten Freitag, was ja auf dem 61er Retracement im großen Bild liegt. Und nun müssen wir eben kicken. Also das ist die eine Möglichkeit. Dann hätten wir ein ABC-Ziel im Bereich 22.270, also deutlich tiefer. Zuvor muss aber die 24.681 brechen. Und wenn man dann im Tageschart unterwegs ist, kann man natürlich auch von einer gewissen Erholung ausgehen. Und die würde sich auch rechtfertigen lassen. Das müsste ich jetzt eigentlich im H1 oder im H4 zeigen, aber ich mache es mal hier. Also wo wir hier Tage haben, 1, 2, 3, 4 Anstiegstage, dann gibt es 2 Tage Konsolidierung und man könnte jetzt hier eine ABC ansetzen. ABC wäre genauso legitim, wir müssten dafür über das 50er Retracement bei 27.124, wir hätten einen Zielbereich bei 27.640 und von 27.640 nach 27.701, das 38er Retracement, wäre es nicht weit. Also es lässt sich wirklich alles trefflich argumentieren. Wir können hier nach 27.700 und höher laufen oder es gibt eben eine große ABC nach unten. So, wir gucken noch kurz Bitcoin an. Bitcoin hat eine schöne Bewegung gemacht. Die 8481 haben wir ja seit langer, langer Zeit auf der Uhr, das Ex-Hoch. Und es bleibt abzuwarten, was jetzt daraus wird. Ich habe ja in der letzten Woche gesagt, man soll mich nicht hauen, aber das hier könne eine SKS-Formation werden. Und das ist nach wie vor nicht ausgeschlossen. Denn wir haben jetzt erstmal nur einen Rücklauf gemacht zum Hoch einer möglichen linken Schulter, nicht? Da muss es jetzt drüber in der nächsten Woche und dann ist alles wieder gut. Es sollte aber dieser Bereich 8481 bis 8290, der sollte eben nicht gebrochen werden. Das wäre unschön, das würde unschön aussehen und das könnte dann auch Gefahr mit sich bringen. Also wenn wir mal jetzt die gesamte Höhe nehmen, das könnte zu einem Backtest dieses Tiefs hier führen. Also insofern, ich bin ja pro Bitcoin, ich finde Bitcoin eine klasse Sache, eine klasse Alternative zum Fiat-Geld. Und insofern drücke ich Bitcoin die Daumen, dass es hiermit Schmackes wieder nach oben geht. Und auch hier könnten wir eine ABC-Bewegung vermuten, nicht? Wir haben einen Anstieg, wir haben eine Konsolidierung und wenn wir das ansetzen, ja, dann haben wir auch wieder ein bullisches Bild. Aber schauen wir mal, was die Zeit uns bringt. Also Bitcoin beobachten wir ja eigentlich auch auf Tagesbasis und sofern sich da irgendetwas ergibt,
melde ich mich schon. Ja, Gold bleibt auch spannend. Wir sind ausgebrochen, dieses 5-0-Pattern hat es technisch zerlegt. Wir sind nach oben, haben nochmal zurückgesetzt auf das 23er Retracement, nachdem dieses hochgemacht wurde. Das ist ein blitzsauberes und ein bullisches Retracement und also auch klasse nur mit dem Spike gemacht, nicht? Hoch und runter auf das 23er und jetzt am Freitag am Hoch erneut dort oben aufgesetzt. Ich glaube, der Kurs ist noch $1 oder $2 höher. Lässt auch alle Möglichkeiten offen im Gold. Das kann ein Doppeltop werden und wir rauschen hier runter, laufen wieder auf das 23er, machen vielleicht noch so eine spiegelverkehrten Schlenker. Wenn wir das jetzt mal einfach so umklappen würden auf diese Seite, dann würde man hier nochmal runterlaufen und nochmal hoch und dann nach unten. Ja, Gold gibt es auch trefflich Argumente pro und contra, nicht? Pro ist eben einfach, das ist wertstabil, es schützt vor Inflation. Es gibt Sicherheit, es ist nichts Virtuelles, sondern etwas, was ich tatsächlich anfassen und mir weglegen kann, sofern ich physisch halte. Aber andersherum ist es im Gold eben auch so, wenn deflationäre Tendenzen am Horizont erscheinen und das könnte mit den wirtschaftlichen oder durch Corona eingeschränkten wirtschaftlichen Aktivitäten passieren, dann wäre es eigentlich kontraproduktiv für Gold. Auch dort müssen wir abwarten. Ich würde auf jeden Fall sagen, oberhalb 1621 und besonders oberhalb 1564 bleibt Gold bullisch. So, Boeing wollten wir noch ganz kurz gucken. Wochenupdate. Es läuft weiter Richtung statistisches Ziel. Das haben wir bei 236. Irgendwann hier im... Wann habe ich den das erste Mal gezeigt? Oktober, November, ich weiß es nicht mehr, lange her. Auf jeden Fall viel, viel, viel Gehakel, einmal runter, dieses Tief gemacht, nach oben, klasse abgewiesen worden und dieses Tief gebrochen, 302 und damit brachen dann eben auch ein paar Dämme. Und wir haben das Tief jetzt bei 249, da fehlt also nicht mehr wirklich viel. Ich hoffe, dass dieses statistische Ziel zumindest erreicht wird. Grund genug gibt es für Boeing. Ich glaube nicht, dass es mit dem Flugverkehr in den kommenden Wochen irgendwie besser wird. Oder mit der Auslastung. Wir haben ja am Freitag auch irgendwie gehört, Lufthansa schränkt ebenfalls drastisch ein. Und ich glaube, irgendeine Tochterfirma von Lufthansa macht auch Kurzarbeit. Ja, schauen wir mal. Also wir haben nach wie vor zwei Ziele für diesen Diamanten. Und den haben wir ja immerhin hier in diesem Bereich ausgegeben, meine ich. Ich glaube schon. Ja, das ist irgendwie... Das muss September, Oktober gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Gut, wenn es dann hier war, 373 runter bis nach 250 ist ja auch schon mal ein bisschen was. Und schauen wir mal, was in diesem Bereich passiert. Die Wirecard arbeitet weiter im Keil. Die untere Trendlinie am Montag bei 147. Und vorher als, wie nennt man das? Vorab- oder Vorausverteidigung, die 112,67, nämlich die Mindesterholung dieser Abwärtsstrecke 199 nach 86. Die sollte halten, aber das habe ich auch hier gesagt. Und da haben wir gesehen, es wurde mal wieder die Unterseite dieses Dreiecks angelaufen. Dann gab es aber auch einen Sturmlauf nach oben zur 142,50, also dem 50er Retracement. Und da hätte man schon fast hoffen können, jetzt bricht es aus, denn... die innere Höhe, 1 nach 2, beträgt 113 Euro und davon 58% als kleinster Move. Das ist ja schon mal was, sind 65 Euro, die anstehen. Abbruch, egal wo dieses Ding jetzt nach oben durchbrochen wird. Wenn es nachhaltig durchbrochen wird, stehen statistisch 65 Euro Zugewinn an. Oder eben zur Unterseite, wenn es nach unten bricht, eine etwas andere Zahl, die... Muss ich nochmal kommunizieren im Blog. Ja, aber schauen wir mal. Das ist natürlich irgendwie auch unpässlich gewesen, dass jetzt hier am 14.02., das passt ja irgendwie alles auch mit Corona zusammen. Deswegen ist das ja so verwunderlich. Also, gut, aber das wären ja vollkommene Verschwörungstheorien, wenn man jetzt unterstellen würde, die Charts können Krankheiten voraussagen. Also so weit gehe ich dann doch nicht. Die obere Trendlinie... Am Montag bei 140,6, die unten 107 und die einzige Hoffnung ist, es wird spätestens am 1.10.2020
wird dieses Ping-Pong-Spiel beendet sein. Die Bayer gucken wir uns noch kurz an. Die hatte ich gezeigt und hatte gesagt, es gibt ein schönes CRV. Und ja, das ist auch erreicht worden hier. Das war der Donnerstag. Ja, Freitag. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon gezeigt? Oh Gott, naja, das war eine stressige Woche. Also falls ich schon gezeigt habe, Verzeihung, aber auf jeden Fall, das ist eine Wolf-Wave, die perfekt ins Ziel gelaufen ist. Gewünscht hätte ich mir eigentlich einen Punktaufsetzer, aber pff, die ist eben untergappt worden. Auf jeden Fall hat sie gewirkt und deswegen nehme ich Wolf-Waves auch immer ernst, wenn sie hübsch oder hässlich sind. So, Apple gucken wir uns noch kurz an. Auch ganz interessant, da haben wir am Freitag zuvor einen Doppelboden gemacht bei 256. Ja, ob es das nun war, wird man sehen. Das, was erstaunt ist, wir haben jetzt einmal, zweimal, fast dreimal an der 304 unten angedockt und es lief wieder nach unten. Das deutet eigentlich eher darauf hin, dass die Sache noch nicht fertig ist. Aber wir sehen auch, dass Apple hier das 61er dieser Abwärtsbewegung noch verteidigt. Bedeutet, solange Apple über 283 notiert, ist damit zu rechnen, dass es einen weiteren Anlauf an die 300 und insbesondere an die 304 gibt. Aber das, was für Appleianer wichtig ist, wenn es dann wieder deutlicher gen Norden marschieren soll, dann muss der Bereich 304 bis 310, der muss genommen werden. Wir haben hier vielfach Aufsetzer gehabt, erste Reihenläufe in diese Zone, wieder ein Aufsetzer und dann ein Gap Down. Und das macht diese blaue Zone besonders wertvoll und wie wir sehen, der Kurs weiß das auch. Ja, und das ist natürlich theoretisch irgendwie so eine nicht formstabile bullische SKS-Formation, aber dann wäre eigentlich, wenn es dann bullisch gewesen wäre, der Test des 61ers unsinnig. Also insofern auch hier, wie in den Indizes, alles möglich. Wir können hier tatsächlich so eine Linie nach unten ziehen und können sagen, das ist die A gewesen und die B ist zur 304 gelaufen. Und wir setzen die jetzt mal hier hin und behaupten dann, es ginge nach 233. Ist nicht ausgeschlossen. Genauso wenig, wie es ausgeschlossen ist, um das nochmal zu wiederholen. Wir haben eben keinen eindeutigen Trend, sondern wir haben News. Genauso wie nicht ausgeschlossen ist, dass wir eben hier die A, die B und dann ausgehend, weil Apple in der Lage ist, das 61er zu halten, nach oben zu laufen und tatsächlich das Allzeithoch anzugehen. Who knows? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, im Moment ist Intraday beobachten und Schlussfolgerungen ziehen wichtiger als langfristige Pläne zu machen. Wenngleich, ich glaube Costolani war das, hat mal gesagt, wer in fallenden Märkten keine Aktien besitzt, der besitzt sie auch nicht in steigenden. Ich glaube, was er damit aussagen wollte, war, man muss irgendwann aus fundamentaler Sicht zugreifen, um eben bei einer Erholung dabei zu sein, weil man sonst eben in diese Situation kommt, dass man anziehenden oder möglicherweise auch explodierenden Kursen traurig hinterher schaut. Aber ob wir bei den Anstiegen der letzten zwei Jahre jetzt schon an diesen Kaufpunkten angekommen sind, kann keiner von uns wissen, weil wir wissen nicht, wie sich diese Sache mit Corona in Europa, in Deutschland, in Amerika weiterentwickelt, wie lange es dauern wird, bis das abebbt, kontrollierbar wird, bis die Leute wieder konsumieren und davon wird sicherlich abhängen, was die Börse tut. So, waren wir durch. Das habe ich gezeigt, das auch. Okay, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich freue mich über Besucher, beziehungsweise Besucher gibt es ja nicht, nur Abonnenten, im Leserstream oder auch im Premium-Blog. Und wer das mal ausprobieren möchte, bei uns gibt es keine Abo-Fallen oder ähnliches, sondern es wird immer für einen Monat bezahlt oder im Premium auch für drei oder für sechs Monate, wenn man das möchte. Und die Abos enden dann automatisch. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt endlich auch mal blauen Himmel hier in Lübeck. Heute milde 8 Grad und wenn ich rausschaue, dann weiß ich, was ich gleich tun werde. Ich werde mit dem Hund durch Feld und Wiesen marschieren. Also, bis dann und tschüss.